Die 7 besten Tipps, wie man als Jugendlicher schnell zu Hause abnehmen kann. Wie man als Jugendlicher bzw. Teenager schnell zu Hause abnehmen kann, hier sind die 7 besten Abnehmtipps für Jugendliche. Jugendliche haben eine Menge Energie und können sehr leicht viel Gewicht in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Obwohl Jugendliche immer von ungesunden Essensentscheidungen umgeben sind, werde ich in diesem Video Informationen zu den folgenden Punkten teilen. Gewichtsverlusternährung, Methoden, mit denen Jugendliche schnell abnehmen können, Gewichtsverlustideen für Jugendliche und Teenager und die beste Ernährung zum Abnehmen. Tipp Nummer 1. Fangen wir beim Frühstück an. Einige Jugendliche denken, dass das Überspringen des Frühstücks ein schneller Weg ist, um Gewicht zu verlieren. Allerdings wird das Frühstück deinen Stoffwechsel ankurbeln und eine Überernährung während des Tages verhindern. Wähle eine Mahlzeit, die Eiweiß enthält, wie ein Eiweißomelett mit Mozzarella-Käse zum Beispiel, Obst und Milch. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkorntoast oder Vollkornbrot sind auch gute Optionen. Tipp Nummer 2. Achte darauf, nicht zu viele Softdrinks, Säfte oder Sportgetränke zu trinken. Ersetze sie mit Wasser. Du solltest mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag trinken. Wasser spült unerwünschte Toxine aus deinem Körper und hält dein Gehirn fit. Es lässt dich den ganzen Tag über hydratisiert. Tipp Nummer 3. Versuch viel Obst und Gemüse zu essen. Da die meisten Früchte und Gemüsesorten einen hohen Ballaststoff- und Nährstoffgehalt haben und sind zugleich kaloriearm. Das heißt, du wirst schneller satt und weniger essen. Versuche Obst als Snacks oder vor den Mahlzeiten zu essen, um deinen Kalorienzufuhr zu senken, ohne Hunger zu haben. Tipp Nummer 4. Vermeide Fastfood. Ein gelegentlicher Burger mit Pommes ist nicht schlimm, aber vermeide diese Arten von Lebensmitteln jeden Tag zu essen. Mach daraus ein Vergnügen, das du dir nur ab und zu bereitest. Tipp Nummer 5. Vermeide willkürlich Snacks zu essen, wenn du am Nachmittag hungrig wirst. Halte deine Snacks gesund, indem du Süßigkeiten, Kekse, Eis oder sonstige süße Sachen vermeidest. Achte auch auf andere Gründe, die dich zum Naschen antreiben können, wie Langeweile, Müdigkeit, Stress oder einfach nur schlechte Laune. Emotionales Essen macht es nur noch schlimmer und du wirst zunehmen. Tipp Nummer 7. Trainiere jeden Tag. Du solltest jeden Tag mindestens eine Stunde trainieren, auch wenn es nur ein langer Spaziergang ist. Wähle Aktivitäten, die du magst. Tanzen, spazieren gehen, laufen, Fußball spielen. Es ist egal, was du machst. Hauptsache, du bist aktiv. Alle deine physischen Aktivitäten werden dir bei der Verbrennung von Kalorien und Gewichtsabnahme schnell helfen und unterstützen. Lade deine Freunde ein, um dich auf deine Reise zur Gewichtsabnahme zu begleiten. Wenn es dir peinlich ist, sie zu bitten, dir dabei zu helfen, frage einfach, ob sie mit dir ins Fitnessstudio gehen wollen. Und verbring bitte nicht deine Tage auf der Couch vor dem Fernseher. Wenn du wirklich schnell abnehmen möchtest, dann kannst du das meistens nur durch Diät und viel Bewegung erreichen. Und wenn du ernsthaft auf der Suche nach schnellem und natürlichem Abnehmlösung bist, dann empfehle ich dir, auf den Link in der Beschreibung zu diesem Video zu klicken oder verwende den kurzen Link bauchspeck-speck.com/abnehmen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, abonniere und teile dieses Video mit deinen Facebook- oder Twitter-Freunden weiter. Und wenn es dir nicht gefällt, dann hinterlasse mir bitte einen Kommentar und sage bitte mir, was ich verbessern kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.